Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Niklas Huschmedt und wir machen mal wieder ein YouTuber-Special. Es ist ein bisschen länger her, aber ist mal wieder an der Zeit und heute ist mein Gegner Shazar. Und wir gehen zu Chess24. Wir hatten tatsächlich schon ein Match gespielt gegen Shazar, aber während des Matches war leider mein Computer abgestürzt und das Video war weg. Trotzdem könnt ihr das Video, was er gemacht hat, immer noch auf seinem Kanal finden. Und das findet ihr dann in der Beschreibung. Okay. Aber diesmal hoffe ich, der Computer stürzt nicht ab und wir, wie immer, produzieren beide ein Video und ihr könnt es aus beiden Perspektiven sehen. Alles klar. Und wir spielen eine längere Partie, 15 Minuten und kein Aufschlag. Okay, dann kann es losgehen. Es ist ein bisschen länger her. Bisher hatte ich gegen Schach.tv gespielt und gegen Topschach.de und jetzt Shazar. Und Shazar ist sehr erfahren in 15-Minuten-Partien. Wenn ihr auf seinen Kanal geht, was ich euch empfehle, dann werdet ihr sehen, er spielt größtenteils 15-Minuten-Partien. Und er hat mir gerade geschrieben, er hatte heute schon eine sehr lange, erschöpfende Partie gespielt. Wahrscheinlich eine Liga-Partie. Von daher soll ich nicht zu viel erwarten, aber wir werden mal sehen, wie es laufen wird. Okay, Challenge ist angenommen und dann kann es jetzt losgehen. Da sind wir. Noch einmal schauen, ob hier alles stimmt. Ja, sieht gut aus und dann geht's los. Ich starte mit E4. Und ganz nett, dass ich diesmal weiß bekommen habe, denn in der letzten Partie hatte ich mit Schwarz gespielt. Und da hatte er mich mit der Bird-Eröffnung überrascht. Erstens F4. Mal sehen, was er jetzt hier gegen E4 spielen wird. Übrigens ein sehr cooles, also ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich finde sein Logo hier ist sehr, sehr cool. Und der Name ist auch recht cool. Hat er gut ausgewählt. So, er spielt skandinavisch. Okay. Ich schlage einmal auf D5. Und spiel Springer C3. Das ist alles natürlich noch relativ bekannt. Dame geht hier meistens nach A5, aber sie kann auch nach D6 zurückweichen. Das sind die beiden Hauptzüge. Spielt Dame D6. Und Schwarz begnügt sich hier mit einer leicht schlechten Stellung, weil er eben ein bisschen weniger Raumvorteil hat. Aber auf der anderen Seite ist seine Stellung sehr fest, sehr solide, keine großen Schwächen. Von daher definitiv eine gut spielbare Eröffnung. A6. Ich weiß, dass ein anderer Zug ist C6 und ich glaube, hier kann man gut mit G3 spielen. Zum einen öffnet es die Möglichkeit Läufer 4, zum anderen natürlich gibt es die Möglichkeit, den Läufer zu 4 entschieden nach G2. Und A6 hat er gerade ein bisschen B5 vorbereitet, von daher man wirkt dem ein wenig entgegen. Ich weiß, hier gibt es Läufer G4 und da gibt es ein paar taktische Varianten. Mal sehen, ob ich das zusammenbekommen kann, wenn er es jetzt spielen wird. Anderer Zug ist sicherlich B5. Aber Schwarz kann natürlich hier viel machen. Er hat alle Möglichkeiten im Prinzip. Aber im Prinzip ist dieser Läufer manchmal ein bisschen sein Sorgenkind, denn es ist nicht ganz klar, wohin er ihn entwickelt. Und er möchte ihn jetzt hier auf die lange Diagonale entwickeln. Wie ist das hier immer mit den Zugreihenfolgen? Läufer 4 erst, Läufer G2 erst. Gut, ich spiele einfach mal Läufer G2. Ich spiele Läufer B7 natürlich. Und es gibt diese Idee, Läufer 4. Gut, Läufer 4 muss eigentlich, oder erst rochieren. Kommt Dame E6 Schach nach Läufer 4? Ich rochiere erstmal. Das kann eigentlich nicht verkehrt sein. Ich weiß, dass es die Idee gibt, Läufer 4, Dame geht nach B6 und dann spielt man A4. Der Punkt ist, wenn Schwarz dann B4 spielt, kann man noch mit A5 weiter vorziehen. Es gibt auch andere Ideen, dass man Springer E5 irgendwie kommt. Ich muss nochmal ganz genau jetzt schauen, wie das alles konkret funktioniert. Jetzt haben wir diese Stellung erreicht. Da war auch irgendwas mit Springer E5 hier los. A4 oder Springer E5, das sind jetzt hier meine beiden Kandidatenzüge. A4
Mafia sieht mir sympathisch aus. A4, B4, A5. Das sieht unangenehm aus. A5. Ja, warum nicht? Machen wir es mal. Mal sehen, was hier passiert. B4, A5. Dann hat er, glaube ich, schon ein Problem. Denn Dame A7 könnte ich sogar auf C7 schon zuschnappen. Und die Idee ist, dass ich mit Läufer B6 dann seine Dame fange. Und wenn er die Dame nach C6 spielt, nach A5, habe ich schon einen Zug wie Springer H4. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr unangenehm für ihn. Das heißt, B4 ist nicht gut. Aber es ist natürlich jetzt hier eine Idee in der Stellung, dass ich irgendwie vielleicht doch A5 spiele, dass ich auf B5 schlage. Und darauf muss er gefasst sein. Und ich weiß gar nicht, wie er auf jetzt reagiert. Denn A5 ist tatsächlich jetzt eine unangenehme Drohung. Vielleicht Läufer B4. Es sieht schon ein wenig krumm aus, um ehrlich zu sein. Oh, jetzt kriege ich hier einen Anruf. Das passt gerade nicht. Das kam ein bisschen unerwartet jetzt. Ich hoffe, er probiert es nicht nochmal. Das war auch gerade nochmal der Ton von Skype. Okay. Zurück zur Partie. Wie wendet er diese Drohung ab A5? Läufer B4. Läufer D6. Okay, ja, das macht Sinn. Gut. Ich könnte trotzdem A5 spielen. Wahrscheinlich geht er zurück nach A7. Ich frage, ob mir das so viel weiterhilft. Ich könnte auf D6 schlagen und schlägt er mit dem Bauern. Ja. Ich glaube, vielleicht ist jetzt an der Zeit, hier mal Springer E5 zu spielen. Schlägt auf G2. Wahrscheinlich gibt er jetzt noch einen Schach auf B7. Yep. Macht er doch glatt. Ja, das. Ich habe mich jetzt hier zu sehr an meine Erinnerung geklammert, dass man immer Springer E5 macht, aber ich glaube, das war gar nicht so schlau. Denn jetzt im nächsten Zug kann er wirklich B4 spielen und ich habe nicht mehr diesen Zug A5. Von daher, das habe ich hier nicht so schlau gespielt. Und ich glaube, ich sehe mich hier fast gezwungen, ins Endspiel zu gehen mit Dame F3. Und jetzt nach B4 kann ich meinen Springer nach E4 stellen. Aktiver König im Endspiel. Das ist natürlich immer ein bisschen zweischneidig. Nicht, dass man in irgendein Mattnetz reinläuft, aber ich glaube, der König steht einigermaßen sicher auf E4, falls er jetzt B4 spielen sollte, was er wahrscheinlich tun wird, denn wie sonst verteidigt er den Bauern auf B5 sinnvoll. Ich muss natürlich auch nicht Springer E4 spielen, ich könnte den Springer auch woanders hinstellen. Aber warum nicht? Ist ein bisschen waghalsig, ich gebe es zu. Aber im Moment sehe ich damit kein Problem. Der hat ein bisschen Problem mit der Entwicklung des Springers. Vielleicht. Ich dachte, wenn der Springer D7 macht, kann ich vielleicht den Springer schön nach C6 stellen. Aber dann Springer F6, Schach, König F3, König D7. Ja, mal sehen. Hängt vielleicht der Bauer auf B4 dann durch am Ende. Er deckt erstmal den Bauern, das ist auch sinnvoll. A5. Und ich werde jetzt mal schauen, ob ich hier. Ja, ich spiele wahrscheinlich mal die Türme in die Mitte. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen eine kritische Störung hier. Wie geht man weiter vor? Ist vielleicht C4 eine Idee? C4 gefällt mir ganz gut, um ehrlich zu sein. Der Punkt ist, wenn Schwarz dann en passant schlägt, werde ich hier die offene B-Linie erhalten. C4 sieht gut aus. Und wenn er nicht schlägt, gut, dann habe ich hier ein bisschen Raum gewonnen und kann weiterhin meine Bauern auf Weiß stellen. Man sagt ja immer,
Bauern gehören auf die entgegengesetzte Farbe des eigenen Läufers und da ich hier nur einen Bauern habe, nur einen Läufer habe, gehören die Bauern also auf Weiß. Von daher, das passt hier schon ganz gut mit dem Bauern auf A4. Spielt Springer D7 und jetzt Springer C6, sieht schön aus, aber Springer F6 kommt gefolgt von König D7. Und da ist es leider nicht so stark, wie ich es gerne hätte. Was habe ich noch für andere Möglichkeiten? Ich könnte es einfach stehen lassen, direkt Turm B1 spielen. Das sieht auch nicht so übel aus. Aber ich habe Angst, dass zu viele Figuren vom Brett kommen, dann verflacht das hier. Und dann habe ich nicht mehr genügend Gewinnchancen. Ja, wieder eine kritische Stellung. Springer C6, Springer F6, Schach König D3, König D7. Tja. Nö. Gefällt mir nicht so dolle. Ich könnte auf D7 schlagen, aber das hilft nichts. Ich bringe hier den Turm auf die offene Linie. Gut, ich erwarte jetzt, er muss den Springer hier loswerden, den kann er eigentlich auf Dauer nicht dulden. Von daher läuft, schlägt E5 wäre, glaube ich, am sinnvollsten. Wenn er mit dem Springer schlägt, hätte ich die zusätzliche Option, mit dem Bauern wieder zu schlagen. Wo ich gar nicht sicher bin, ob ich das machen würde. Läufer C5 würde kommen, anstatt den Läufer nach B6. Vielleicht. Turm B7, König D7. Ja, vielleicht auch nicht. Das Problem ist vielleicht, wenn ich jetzt schlage, spielt er direkt König D7. Ah, der Bau auf G7 hängt. Okay. Okay, ich habe eine interessante Variante erspäht. Und ich glaube, ich mache sie jetzt auch. Ich schlage doch mit dem Bauern. Und der Punkt ist, dann läuft C5, möchte ich gerne Turm B5 spielen. Und dann den Läufer weiter einkesseln. Wenn er dann zurückgeht nach B6, dann möchte ich gerne mit C4 und C5 den Läufer mehr oder weniger einsperren. Das ist jetzt meine Idee. Und ich glaube, das sieht recht attraktiv aus. Denn er ist eben immer noch unterentwickelt. Ja, sein König ist noch nicht im Spiel, die Türme sind natürlich noch nicht im Spiel, haben sich noch kein einziges Mal bewegt. Und deshalb kann er diese Drohung C5 nicht gut abwehren. Und dann muss der Läufer zurück nach A7. Ich kann den Bauern auf A5 gewinnen und ich glaube, das sieht dann sehr gut aus für mich. Ich sehe nicht so richtig eine Möglichkeit für ihn, mit dieser Drohung fertig zu werden. Ich könnte natürlich einen Zug wie Turm A6 spielen, aber das ist ja kein richtiger Zug. Ne? C5, Läufer A7, das kann es ja nicht sein. Dann stehen seine Figuren sehr seltsam. Das kann ich nicht wirklich glauben. Vielleicht, aber wenn er das spielen muss, dann kann es nicht gut um ihn bestellt sein. Sonst noch C5, Läufer A7 hängt eben auch schon der Bau auf A5 plus, dann ist er in der Festung drin, hier auf der A-Linie. Ja gut, mal sehen, worauf er kommt hier, wie er sich verteidigen möchte. Ist vielleicht ein Zug wie F5 eine Idee? Ja, hilft nicht so richtig. Ich schlage einfach en passant, spiele C5 trotzdem. Also lass nochmal auf Turm A6 schauen. Das scheint mir bisher der sinnvollste Zug zu sein tatsächlich. Ich muss natürlich auch nicht C5 machen. Ich könnte auch erstmal was anderes spielen.
Turm D1 oder so etwas würde sich anbieten. Ach, der Bau auf F2 hängt. Vielleicht nicht. Obwohl, er hängt noch nicht, weil dann Turm B8 Schach kommt. Aber ja, ich kann auch einfach C5 spielen und dann meinen König vielleicht nach C4 bringen. Turm auf die offene Linie. Ja, es sieht gut aus. Und er wird für immer eingesperrt sein. Ich stelle einfach meinen Läufer auf E3 und der kommt dann nie wieder raus, der Läufer. Der ist tot im Prinzip. Von daher, ich glaube, Schwarz hat hier große Probleme tatsächlich. Ich sehe keinen vernünftigen Weg, mit dieser Drohung C5 fertig zu werden. Und ihr seht auch, überlegt sehr, sehr lange, denn er versucht irgendwas zu finden. Aber es scheint schwierig zu sein. Weil er einfach nicht wirklich zu Gegenspiel kommen kann zurzeit. Turm A6 spielt er tatsächlich. Er ist auf diesen Zug gekommen, aber ich glaube, trotzdem ist er hier in einer schwierigen Verteidigungssituation. Droht C6? Das ist auf jeden Fall ein Zug, auf den ich aufpassen sollte. Nicht, dass er mir da irgendwie noch kommt. Auch in Zukunft, wenn ich C5 spiele. Na, ich spiele jetzt einfach direkt C5 und stelle meinen Läufer nach E3. Das muss richtig sein. Also, weil jetzt könnte, ja, C6 so richtig droht es auch nicht. Aber Läufer E3, Turm D1, so viele Möglichkeiten hier. Das ist eine sehr schöne Stellung. Ja, machen wir Läufer E3. Alles unter Kontrolle. Und ich will jetzt versuchen, kein Gegenspiel zuzulassen. Macht wahrscheinlich König E7 und vielleicht tauscht er einen Turm ab über B8. Ist die Frage, ob ich das überhaupt zulassen muss. Ich sehe hier noch eine andere Idee, ist C6 jetzt gerade. Von mir tatsächlich. Denn, ah ne, C6, ja doch, es ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Aber das sollte ich wahrscheinlich nur spielen, wenn es dann wirklich gewinnt, weil ich will ja nicht seinen Läufer aus dem Gefängnis lassen, beziehungsweise ihn abtauschen. König E7. So, Turm B7 ist auch in der Stellung. Turm D1 ist in der Stellung. Läufer G5 Schach vielleicht mal. Turm D1 sieht eigentlich nett aus. Dann, wenn er dann Turm B8 spielt, dann kann ich, glaube ich, gut C6 machen. Ich könnte auch Turm B1 spielen. Aber Turm D1 sieht vernünftig aus gerade. Aber ich muss auch erstmal jetzt seine Stellung knacken. So ganz leicht wird das leider nicht. Er spielt Turm D8, aber das dürfte jetzt nicht funktionieren wegen Läufer G5 Schach, hatte ich gedacht. Einmal kurz durchrechnen. F6, ich schlage, er schlägt und ich schlage wieder. Ja. Okay, da hat er mir es doch ein bisschen leichter gemacht hier. Denn jetzt gewinne ich einfach die Qualität auf D8 und er ist immer noch eingesperrt, obwohl vielleicht kommt er dann raus. Ne, er kommt, er sollte nicht. Vielleicht. Da müssen wir noch schauen, aber objektiv gesehen ist es natürlich verloren. Und ich glaube, er gibt jetzt auch schon auf. Er meint, schön gespielt hier im Chat. Von daher, das
signalisiert wohl, dass er hier vorhat, die Waffen zu strecken. Ach nee, doch noch nicht. Er hat jetzt geschlagen auf F6. Okay, er kämpft noch weiter. Ah, so will er rauskommen. Soll ich hier ein bisschen schön spielen? Ich könnte Turm A8 spielen. Und dann hätte der Turm kein Feld, also wenn er auf B5 schlägt. Ich könnte auch Turm D6 spielen. Ich könnte auch erst einen Schach geben. Aber nicht, dass ich hier es noch irgendwie einstelle. Das wäre ja auch ein bisschen peinlich. Ja, ich gebe mal. Ist das eigentlich sinnvoll? Ja, warum nicht? Gehen wir einmal einen Schach hier. Und dann ziehe ich den Turm nach A8. Zieht König G7 und jetzt einfach Turm A8 hier rüber und jetzt droht Turm B7 natürlich. Ja, der König stand im Prinzip die ganze Zeit richtig hier auf E4. Es war ein bisschen zweischneidig, dass ich ihn so früh dahin buxiert habe, aber es hat gut gepasst. Und jetzt droht natürlich Turm B7, was er eigentlich nur abwenden kann, wenn er auf B5 schlägt. Aber dann ist sein Turm in einer sehr prekären Lage auf A6, hat kein Feld, wohin er ziehen kann, wird dann verloren gehen. Gut. Ich glaube, die Partie wird jetzt nicht mehr lange dauern hier. Okay, das Tütig-Ein sagte, er gratuliert und er hat aufgegeben. Alles klar. Bisher läuft das Video noch, das ist gut. Also, wo waren die kritischen Punkte? Lass uns kurz nochmal rekapitulieren. Ich habe in der Öffnung, denke ich, eine schöne Störung erreicht, aber Läufer D6, wahrscheinlich Springer E5, nicht der schlauste Zug. Müsste man mal schauen, was für andere Möglichkeiten ich hier habe. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht einfach auf D6 zu schlagen und vielleicht jetzt so einen Zug wie Dame D3, Druck machen auf B5 und na gut, er könnte Läufer C6 spielen. Wenn er B4 macht, ich habe wieder A5 und das ist eigentlich immer eine ganz nette Sache hier. Gefolgt von Springer A4, das macht man sehr gerne. Aber er könnte wohl Läufer C6 machen. Obwohl, jetzt kann ich auf B5 schlagen, dann auf A8 schlagen und dann gewinne ich hier den Bauern. Also ich sollte in diese Richtung irgendwas machen. Ich hatte so ein bisschen das in Erinnerung, dass es diese Idee es gibt mit Springer E5, aber das ist. Davon sollte ich euch auf jeden Fall abraten. Wenn ihr in eurer Partie euch so halb erinnert, es gibt nichts Schlimmeres und es gibt nichts Verheerenderes als diese halben Erinnerungen, wo man denkt, ah, dieser Zug war doch hier irgendwie so. Das läuft eigentlich immer fast verkehrt. Lieber dann selber nachdenken, als versuchen, aus der Erinnerung zu spielen. Dann im Endspiel, ich würde vermuten, es ist relativ ausgeglichen. A5, guter Zug, denke ich, damit ich hier nicht selber seinen Bauern als Schwäche festlege. Dann C4 schlägt Schick, Springer D7, soweit denke ich alles völlig in Ordnung. Aber hier Springer schlägt E5 ist, denke ich, verkehrt. Wahrscheinlich Läufer schlägt E5. Und jetzt würde ich wohl mit dem Läufer wieder schlagen. Wenn ich mit dem Bauern schlage, das kann, ja, will ich nicht so gerne machen. Wahrscheinlich König E7 jetzt. Ich denke, das ist vollkommen okay für ihn. Also ich hätte mit dem Läufer hier wieder geschlagen auf E5. Und jetzt würde er dieselbe Stellung erreichen im Prinzip. Könnte er jetzt auf E5 schlagen, sollte er wohl beim Bauern hängen auf C7 und G7. Und hier war ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie ich jetzt hier wieder schlage. In beiden Fällen denke ich, hat Schwarz gute Remis-Aussichten. Sagen wir mal, D schlägt E5. Jetzt würde sich König D7 aufdrängen, den König nach C6 zu bringen.
Ja, gut. Das ist hier nichts Besonderes, sage ich mal. Ich könnte jetzt den Turm nach B5 stellen, tausche wahrscheinlich ein Turmpaar ab. Aber ich denke, ja, der Turm ist zwar gebunden an den Bauern, aber wie mache ich hier Fortschritte? Andere Möglichkeit, die ich noch hätte, wäre, statt Turm B5 hatte ich gedacht, Turm Schach, dann König C6 und jetzt den König hier vertreiben von seinem Feld. Aber irgendwie, naja, okay, vielleicht habe ich hier was. Ja, jetzt, wahrscheinlich habe ich das gerade ein bisschen ungünstig gespielt für Schwarz. Aber wenn ich irgendwas habe, dann ist es relativ wenig. Turm D4, vielleicht hier einen besseren Zug. Vielleicht Turm A, B8. Aber gut, vielleicht habe ich hier ein bisschen was. Das kann gut sein. Ja, vielleicht einen passiven Zug wie Turm A7. Ich habe ein bisschen Initiative, aber ist nicht besonders viel. Und wenn ich mit dem König schlage auf E5, ja, dann auch König D7. Ja, Turm B5 wahrscheinlich wieder ähnlich, wie wir es eben schon gesehen haben. Turm schlägt, König C6. Ja, ist nicht besonders viel los hier. Das sollte höchstwahrscheinlich in einem Remis enden. Aber dann diese Idee mit C4, C5, das war unglaublich stark. Und da kommt Schwarz einfach nicht mehr raus, steht so gedrückt. Und dann hat er hier auch schon den entscheidenden Fehler gemacht nach Turm D1, Turm D8. Stattdessen, ich weiß es nicht, vielleicht Turm C8, so einen passiven Zug, aber ich habe natürlich hier alle Zeit der Welt, kann vielleicht meinen Bauern jetzt nach vorne schieben am Königsflügel. Ich kann vielleicht schon über C6 nachdenken, obwohl es wahrscheinlich nicht, noch nicht sein muss. Läufer schlägt E3, kommt einfach. Nee, das passt noch nicht so ganz. Aber vielleicht Turm B7. Turm B7 sieht auch gut aus. Ja, das ist sehr, sehr unangenehm und ich behaupte einfach mal, das ist objektiv schon verloren hier. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Schwarz vernünftig zusammenhalten kann. Okay, alles klar, diesmal hat es geklappt. Super. Vielen Dank an Shazar und ihr könnt wieder sein Video auch auschecken. Da oben irgendwo will ich den Link hinsetzen und auch in der Beschreibung natürlich. Schaut auch auf seinem Kanal vorbei, schaut sein Video an, wie es aus seiner Perspektive war. Und dann sehen wir uns bald wieder. Und wenn ihr auch nicht abonniert seid, dann könnt ihr es auch noch nachholen. Da oben ist mein Logo und dann verpasst ihr keine von meinen neuen Videos. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.